Seit letzten September hat sich für uns was geändert. Alexander muss ins Gymnasium. Das ist 12 Kilometer weg von hier, davon sind 8 Kilometer Schotterstraße. Und normalerweise funktioniert das in Griechenland so, dass sie von den kleineren Dörfern Taxis hinschicken, um die Kinder in die Schule zu bringen. Und in unserem speziellen Fall haben sich die Taxifahrer geweigert, die 8 Kilometer Schotterstraße zweimal täglich auf und ab zu fahren. Nachdem die Schafsbauern tagtäglich ja zu ihren Fütterstellen fahren müssen und morgens somit keine Zeit haben, die Kinder ins Tal zu bringen, entstand die Idee, dass wir uns darum kümmern, dass wir uns einen Minibus kaufen und die Arbeit dann machen. Weil Arbeit ist es auf jeden Fall, darauf und runter zu fahren. Morgens um 7:30 Uhr weg und mittags dann erst um 2:30 Uhr wieder zurück ins Dorf. Für mich war es dann eine Überlegung, was ich in der Zwischenzeit anfangen könnte, bis die Kinder um 1.30 Uhr wieder von der Schule kommen und der Rücktransport beginnt. Ich habe seit 3 Jahren einen Webstuhl im eigenen Hause stehen, an dem ich in der letzten Zeit sehr viel arbeite. Und so kam mir der Gedanke, mir in Vajonia ein Zimmer zu nehmen und den Webstuhl dorthin zu stellen, um in der Zwischenzeit auch etwas Produktives machen zu können und nicht nur im Kaffinieren zu sitzen und zu warten, bis die Kinder wieder Schule aus haben. Nach den ersten einfachen Arbeiten hatte ich die Idee, ein Stück Webstoff zu zerschneiden, um Taschen, Rucksäcke und Westen daraus zu machen. Das hat von Anfang an Anklang gefunden und ich habe großen Erfolg damit. In der Zwischenzeit arbeite ich nur auf Vorbestellungen. Den alten Frauen imponiert das sehr, wenn sie mich an meinem Webstuhl arbeiten sehen. Sie kommen mich dann besuchen, helfen mir bei gewissen Arbeiten und schauen mir zu, was ich mit meiner Art mache. Ich möchte nämlich grundsätzlich keine traditionellen Sachen weben, das überlasse ich den Einheimischen, sondern versuche meinen eigenen Stil zu haben. Τι τα τσάντα έχω αυτή, έτσι, εδώ δέσετε.